Hi ho, willkommen zurück hier bei .hack GU Last Recode, speziell zu Volume 3 Redemption. Beim letzten Mal wollten wir Ovan hier verfolgen, mussten leider abbrechen, weil ja, folgentechnisch es leider schon ein bisschen zu lang wurde. Jetzt sind wir aber hier und Hasio sagt auch immer schon, wenn wir das anklicken, dass das der letzte Kampf sein wird, ne? Oder ein schwieriger Kampf jetzt kommt. We don't know what'll happen there. We should make sure that we're really prepared. This time, I will get her back. Genau, und deswegen habe ich jetzt davor beendet die Folge und jetzt machen wir ganz normal weiter. Wir teleportieren uns hier rein und schauen, ob wir Ovan begegnen können und was jetzt hier so die Wahrheit ist. Wait a minute. Where are we? Could this be? The Creator's Room. Ovan! That ghost girl. What's she doing here? You see, Hasael. This is a part of the black box left in the world by its great creator. Not even the Serpent of Lore can know this place exists. Here lie the divine stories and all the wisdom of the world. Is that the epitaph of Twilight? All right, that's enough talk! The Lost Ones. Do you know if there is a way to cure Shino? A way to return those who can't come home? What's so funny? It is easy enough to change things, Hasael. But bringing things back to the way they were is difficult. Let me give you a simple example. How would you go about separating milk and tea that have been completely mixed together? You cannot. And in fact, there is no need to. You! However, remember this, Hasael. When you escaped the IDA server, when you removed the cause of the IDA server, the consciousness of the Lost Ones came back. If you can manage to defeat me, there's a slim chance that Shino's consciousness may return. But I'm afraid that's a one in a million chance. There is no certainty. None whatsoever. Ovan, you bastard! Now, destroy me, Hasael! You see, if you want your truth, you must take it from me! Bring it on! Ja, mal sehen, ob das so leicht ist. Ich glaube ja nicht. Alter, der bewegt sich schon so langsam. Ich versuche mal das hier. Ein bisschen Respekt vor ihm, ne? Oh.
krass. Ob wir mit der Lotus Flower mehr machen können. Jetzt ist mir der Avatar erwacht. Data Drain Beover, los! Ja, es kann auch sein, dass noch ein Avatar-Kampf danach kommt, ne? Also ein Epitaph-Kampf. Oh oh. Nice. Tilly hat uns erstmal schön hochgehalten. Ja, was ich sagen wollte, ist, es kann sein, dass danach noch ein Avatar-Kampf kommt, weil Ovan ist ja auch einer, ne? Ein Epitaph-User. Ja, Tilly hat keine FP mehr. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Mist, ich hab... Ach Mann, das war dumm. Das war so doof gerade. Ich hab Verteidigung losgelassen, weil ich dachte, ich kann angreifen, weil ich gesehen habe, er hängt dann seine Animation fest, aber hab nicht gesehen, dass ich in seinem Strahl drin bin. Auf jeden Fall haben wir genug Viruskerne, um... die Waffe dann von Tilly später noch aufwerten zu können. Er wird geheilt von seinen Kugeln da, ne? Ja, doof, er spawnt hier auch immer wieder neu, ne? Hab ich nicht irgendwas, um ihn so ein bisschen... Nee, das wird so nix. Es gibt mal ganz kurz. Ja, okay, ich bin tot. Ich wollte gerade einen Heilgegenstand benutzen, um Atelli. Okay, ich bin auch nicht tot. Um die FP wieder aufzufüllen. Ovan heilt sich zu krass dagegen, ne? Seine ja. Du wirst die Dinge heilen halt Ovan die ganze Zeit, ne? Hm.
Ja, jetzt, ich glaube, wir müssen echt trainieren hierfür. Obwohl es gerade wieder relativ gut aussieht. Ich warte mal ganz kurz, bis Ovan seine Sachen da hat. So, und jetzt. Jetzt, genau, Gegenstand. Jetzt der heilige Pfeil vielleicht. Dann auf ihn selber. Seine Kugeln wieder vernichten. So, zack. Dann wieder heiliger Pfeil einsetzen. Einfach nur damit seine Kugeln da schnell wieder despawnen wir halt. Noch besiegen kann. Er hat nicht mehr viel. Ach Mist. Dass er das immer kombinieren muss, sein scheiß Triage da. Ja, nicht Heiltrank, heiliger Pfeil. Okay, Moment, kurz warten. Irgendwas, um alle zu heilen? Die FP aller Verbündeten allmählich wieder her. Nee, habe ich nicht irgendwas, was gesamt wieder. Ich muss mal kurz gucken. Ja, da hat 50 ja nicht so viel. Okay. Er ist fast tot, ich weiß, aber ich kann nichts machen gerade. Ich habe halt nichts wirklich, ne? Mist, ich hätte echt trainieren sollen. Wir sind zu schwach dafür. Yeah!
That's not enough! Not enough! What's wrong, Haseo? Is that the limit of your strength? Destroy me! Devour me! Tear me to bits! Come, Haseo. Use your avatar. The one that's devoured 7 of the 8. Defeat me with your fully developed avatar, your Grim Reaper. Now, so that I can never revive again, to bring Shino back. You must devour me entirely! Come the Reaper! Culminate! Ovan, you're serious, aren't you? Fine, I'll do it. If that's what you really want. And if that will grant you your wish. Ja, ich denke mal, das, was ich vermutet habe, ist schon richtig. Ovan will wahrscheinlich, das habe ich in einer der älteren Folgen, also jetzt nicht so alt, aber halt in den früheren Folgen erwähnt, in einer von denen, dass Ovan vielleicht will, dass wir ihn vernichten, weil er ja Eider in sich trägt und sowas. Und er einfach aufgehalten werden muss, weil er wahrscheinlich unkontrolliert die ganzen Leute tötet und sowas. Wäre jetzt meine Vermutung. Aber gut, Problem ist mal. Also ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll in diesem Kampf. Weil er hat immer so ein Schild die ganze Zeit. Und ich kann diesen Schild nicht durchdringen. So, gegen den letzten Schuss aus hier rum. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das nochmal von vorne machen. Ich habe keine Ahnung genau, wie ich gegen ihn vorgehen soll. Also ja, die kann ich so besiegen.
Das ist nicht das Problem. Das muss ich so ausweichen, wie immer halt. So, hier muss ich jetzt schauen, wo das aufkommt und dann in die entgegengesetzte Richtung. Genau, so. Ja gut, da halte ich zur Seite. So, und das muss ich jetzt irgendwie wegschlagen, ne? Keine Ahnung, ne? Ich hab's gerade gemacht, ich hab's gerade versucht, geht aber nicht. Da muss ich das Timing rausfinden. So, wo landet der Schuss da? Ist jetzt verwechselt. Und tief zurückschlagen. Wann soll ich das denn machen? Ich glaube, ich mache das immer zu früh oder zu spät. Kann ich das nochmal neu starten vielleicht hier? Ich will jetzt nicht weiterkämpfen, weil es keinen Sinn ergibt. Rovan ist einfach da zu übermächtig. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn das gelb ist, muss ich das halt zurückschlagen. Wiederholen, ja bitte. Wenn das gelb ist, habe ich schon. Ich bin so doof. Wenn das rot ist, muss ich das, glaube ich, zurückschlagen. Komischen Schild. So, das ist entgegengesetzt der Richtung. Da habe ich gerade X gedrückt, aber es hat zu spät wahrscheinlich gewirkt nur. Das ist das, was ich meine, ne? Ich muss da das Timing einfach nur rauskriegen. Der Rest des Kampfes ist total easy, ne? So, die kann ich easy besiegen. Hier muss ich noch irgendwie einen Weg finden. Alter, das macht es ja mega empfindlich. Ah, okay. Okay, jetzt mach ich mal nichts und guck mal. Ich hab X gedrückt. Ich weiß nicht, wann ich damit anfangen soll mit dem Schlag, weil wenn ich das zu spät mache, passiert das. Wenn ich das zu früh mache, schlage ich das Ding nicht zurück. Haben wir ja schon mehrmals gesehen, dass das nicht geht. Mal probiert mit Ausweichen. Keine Ahnung, ob es das jetzt das Richtige war. Ja. Oh, Mann.
Einfach irgendwelche Tasten drücken. In welche Richtung? Andere Seite. Ach, Mist. Hallo, das ist so doof. Okay. Ja, da muss man echt zugeben, da bin ich halt wirklich leider zu schlecht für gerade. Ich krieg's nicht auf die Kette, sein Muster da richtig zu erkennen, da richtig gegenzuwirken. Wahrscheinlich ist das mega easy, aber ich habe gerade mega Schwierigkeiten. Ach. Ja, ja, kennen wir schon. Schaffe ich doch jetzt nicht, ne? Jetzt sterbe ich, glaube ich. Okay, welche Richtung ist es? Links, rechts, da. Ob ich das jetzt schaffe. Der Scathe Datenabsaugung hat das Schild von Korbenik 2 zerstört. Halt X gedrückt und setze erneut Datenabsaugung ein. Okay. Okay, das ist mies. Das ist ultra mies. Das ist ja ein richtiger Bitch-Move von dem Spiel. Good. Ah, the rebirth. The power of hope. The final wave, the surge of rebirth. Using the terror of death as a key to trigger the resurrection? Was that your plan all along, Huvan? Your deductions are always so close, and yet so far, Yata. Then, what was your aim with all this? My goal was to save my little sister, who is a lost one. Little sister? Aina is my sister, and probably the first lost one. The Ida in my arm. I did that to her. I created the Twilight Brigade and looked for a way to cure her. But then came Shino. The rebirth is a safety device, a failsafe, really. Left behind by the creator of the world. A reinitialization program. However, only the fully awakened terror of death is capable of activating it. Me? And now, I will
release its power throughout the internet. Hey, wait a minute. If you do that, won't it reinitialize the entire network? Ida hides throughout the entire network. That is the only way to erase it. But I... This is a gamble. But I believe it's something worth betting on. Even if you're putting everything you are on the line? Yes. You bastard! Why didn't you ever trust me? And why? Why didn't you really believe me? Tell me! I did believe you. That is why I chose you, why I protected you, why I raised you like I did. You responded better than I could have dreamed. Thank you, Haseo. That's it? You finally come clean and now you think everything has been straightened out? This close to the end? When things have gotten this bad? Tell me, how many people do you think you've hurt since this started? How many have grieved? How many have suffered? You stepped on so many people just so that you could achieve your self-serving dream! No one has that right! Everybody grieves! Everybody suffers! Everybody has truths they want to ignore! You are not special! You're just like everyone else! Oman! Everyone's dream is special. No matter how terribly insignificant or grand it may be, there's no difference between any of them. Haseo, there's something I need to tell you. I have found the key of twilight. That is the sign that I have arrived at the truth. The eight epitaph users together were, for me, the key of twilight. Hold on, for you? Yes, just as there are many truths that can exist for any one reality, there are as many keys as there are thoughts in the world. Then, what exactly is the key of twilight? Perhaps it's like a bluebird. I can hear it, the preludes of awakening. The rebirth is beginning.
What's going on? Where are we? What happened? Where is everyone? Am I dead? Damn. I can't see anything. I just don't understand. What was the point of all this? Everything I've done, everything I've been through, was it all just a waste? Haseo? That voice. Zelkova, what are you... Ovan has activated the true power of the Rebirth. As an Epitaph user, your PC and its consciousness was heavily damaged. Having learned of Ovan's truth, you are on the verge of losing yourself. You must ask your epitaph. Just who Haseo is. Now, head towards your own truth. After Shino went into a coma, I found I was alone. Back then, all I had left was a desire for revenge against Tri-Edge. In fact, I wasn't interested in anything but power. That's how I became the terror of death. You see, back then I thought that was fine. Back on that day when I was data drained by Tri-Edge, I lost my power. The power I thought was absolute was crushed like it was nothing. In the middle of all that, I met everybody else. In the beginning, they just pissed me off. I planned to just use them as much as I could, and then lose them. But then... At some point, it all changed. They became
something important to me. Come to think of it, I've met and dealt with all kinds of people since this started. People I could only understand by dealing with them head on. People that caused nothing but trouble, but were good deep down. People who have different reasons for doing things, but share the same goals. People I can count on. And... yeah, those guys. I wonder what they're doing now. That's right. Yeah, that's it. Shino. Alcade. The Lost Ones. There. They're all still waiting for me. I told myself I was going to see everything through to the end. That's why I'm here. Ah, yes, I found you. Who are you? So that's your answer, huh? What a moron! How many times have you turned your back on that road? How many times have you forsaken it? It's a pain, you know. Tough. Harsh. Are you saying you'll still go down that road? My mind's made up. I get ya. So then, I guess you don't need me anymore. See ya. No, I'm not letting you go. Huh? I said I'd see things through. So come on, I'm taking you with me. Hey. You are me. I'm right here.
Oh Mann, what the fuck. So viel passiert gerade. Aber Hassio hat eine Klassenerweiterung zu seiner finalen Form erhalten, der X-ten Form. Eine neue Waffe erhalten, die Doppelpistole DGX. Doppelpistolen können Angriffe aus großer Entfernung ausführen. Je näher du deinem Gegner bist, desto mächtiger sind die Angriffe. Außerdem kannst du alle Gegner in deiner Reichweite schädigen, indem du X gedrückt hältst. Drücke Kreis, um nachzuladen. Funktionen der X-ten Form. Die X-te Form erlaubt dir die Verwendung der Doppeltrigger. Aktiviere einen Fertigkeitstrigger und drücke R1, nachdem die Fertigkeit vollständig aktiviert wurde, um eine nachfolgende Schusstechnik zu aktivieren. Zusätzlich kannst du Kreis während des Kampfes zweimal drücken, um zu sprinten. What is this place? Welcome to the Net Slum. Net Slum? Paradise for hackers and abnormal AIs. You might call it a pile of the world's junk data. In other words, this is an illegal server, not the norm of the world. I suppose you could say that it's both the world and not. So you mean that all the people here are hacked PCs? What's so funny? Well, hasn't your PC been tampered with quite a bit? My... Hey, have you seen Zelkova from Moontree? Zelkova? I think he was on the bridge. You can get to the bridge by heading that way. See ya! Let's find Zelkova. He should be on the bridge. Oh Mann, da ist ja ganz schön viel passiert jetzt, ne? Also wir wissen, dass Ovan das Ganze getan hat für seine kleine Schwester. Und ja, wie ich schon vermutet hatte, war er durch Aida außer Kontrolle und hat halt alles getötet, so ab und zu, ne? Also beziehungsweise alles gedata-drained, beziehungsweise mit Triage. Diesem Siegel da angegriffen, ne? Der wollte halt vernichtet werden. So, das hat Hassio jetzt versucht. Und damit hat jetzt den ganzen Server gewiped. Irgendwie so. So, was verkauft denn der Ausrüstungsshop? Auf jeden Fall ein Breitschwert, das stärker ist als unseres. Die sind so schlechter. Doppelklingen sind besser vielleicht, 135. Na gut, aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Dotech Geo für dieses Mal, war wieder fast eine Stundenfolge. Deswegen hören wir an dieser Stelle auf. Beim nächsten Mal werden wir dann hier gucken, was Zelkova auf der Brücke macht.
Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann werden wir auch mal gucken, wie die x-te Form hier von Hasio sich so spielen lässt, wenn das Spiel das mal zulässt und zeigt, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.